vierten Mal trafen sich Anfang August die Freunde der Gläserkarosserien mit ihren außergewöhnlichen Fahrzeugen in Dresden, um gemeinsam über das Wochenende auf einer Oldtimer-Tour zu fahren. Die Firma Gläser wurde 1864 von Karl Heinrich Gläser in Dresden als Kutschen- und Wagenbauer gegründet. Später wurde Gläsers Schwiegersohn Friedrich August Emil Heuer Mitinhaber der Firma. In dieser Zeit kam auch der Bau der Karosserien für Automobile hinzu. Wer es sich in den frühen Jahren der Automobilgeschichte leisten konnte, ließ sich rund um Chassis und Motor eines Herstellers eine eigene angefertigte Sonderkarosserie aufbauen. Doch Gläser-Karosserien wurden auch als Kleinserien produziert, meist in Form von Cabriolets, aber auch Phaetons, Limousinen, Coupés, Pullmans und Landaulets. Bei dem vierten Gläser-Treffen waren einige ganz besondere Exemplare der Meisterwerke des Karosseriebaus zu sehen. Ältestes Fahrzeug war ein Mercedes-Benz Nürburg mit einer einzigartigen Meisterkarosserie von Gläser. Meisterkarosserien waren Einzelanfertigungen. Das wohl eleganteste Fahrzeug am Platz war das Steyr 220 Sport Cabriolet von 1937 mit der schwungvollen aerodynamischen Karosserie. Ein Besitzer aus Österreich kam mit einer ganz besonderen Gläserkarosserie auf der Basis des Fiat 508C. Gleich daneben stand ein Fiat 508C mit einer Kleinserienkarosserie von Gläser. Den Unterschied konnte man deutlich an der Front des Fahrzeugs erkennen. Wie unterschiedlich die Karosserieaufbauten sein können, zeigten auch die beiden Ford Eifel aus dem Baujahr 1936 und das deutlich veränderte Modell aus dem Baujahr 1937. Besonders bei den Roadster-Modellen erkennt man das komplett versenkte Verdeck. Gläser sicherte sich bereits in den 30er Jahren das Patent für das Verdeck. Dieses in einem Schacht unter der Persenning versenkte Verdeck lässt die Karosserien sehr dynamisch wirken. Aber gerade die Karosserien der Luxusfahrzeuge machten Gläser berühmt. Wie zum Beispiel das Horch 930V Cabriolet. Aber auch Röhr, Wanderer, Opel oder Stöver zählten zu den Kunden der Karosseriefirma Gläser. Selten findet man jedoch so viele unterschiedliche Fabrikate und Modelle der Firma Gläser auf einem Platz wie bei diesem Treffen.